Über Nacht hat sich der Bitcoin endlich wieder bewegt und damit willkommen bei den Krypto-News. Auch der Gesamtmarkt ist wieder ganz ordentlich angestiegen auf 523,517 Milliarden Dollar. Auch der Marktanteil des Bitcoins ist wieder leicht gestiegen auf 55,3%. Er selbst steht bei 17.283 Dollar und einem Plus von 4,11%. Die richtigen Wachstumsträger sind aber Ripple mit plus 46,28% und Cardano mit 53,42%. Und deshalb schauen wir uns mal Cardano gleich etwas genauer an. Die Währung von Cardano nennt sich ADA und das Einzige, was den Kurs im Moment so vorantreiben kann, ist hier diese Meldung, dass man ADA demnächst in Japan an den Geldautomaten kriegen kann. Was anderes kann ich mir im Moment nicht vorstellen, denn abgesehen mal von einer Währung und einem Wallet und eben dieser Geschichte mit den Geldautomaten in Japan, gibt's nichts Greifbares bei Cardano, zumindest im Moment nicht. Und damit gehen wir zurück in die Top 10. Das Einzige, was noch interessant ist, das ist der Rückgang von Litecoin um minus 10,95%. Und siehe da, man kriegt den Litecoin plötzlich wieder unterhalb von 300 Dollar für 270 Dollar. Auch IOTA geht runter mit minus 8,02%. Der Token liegt wieder bei 3,81 Dollar. Und wenn man bedenkt, dass die kürzlich noch die Shooting Stars in den Top 10 waren, sieht man mal wieder das Auf und Ab in diesem Geschäft. Und wirklich stabil sind nur die Kurse, einigermaßen stabil, muss man auch beim Bitcoin sagen, aber er bricht zumindest, er hat zumindest also eine Untergrenze, unter die er jetzt schon jeweils dann nicht mehr abgefallen ist und die er ständig erhöht. Also die Währung mit einem Geschäftsmodell hintendran, das auch schon mehrheitlich praxisorientiert ist und nicht theoretisch, die verhalten sich also weitaus stabiler als die anderen, die mehrheitlich noch Theorie sind. Einer der Gründe für den Abstieg von IOTA ist der, dass die Zusammenarbeit, also die Kooperation mit Microsoft, nicht zustande gekommen ist, aber das nur am Rande. Und damit gehen wir runter, raus aus den Top 10 in die anderen Währungen. Und konzentrieren uns dabei auf die interessanten Kandidaten, wie zum Beispiel Stellar mit einer klar ansteigenden Kurve und einem Plus von 18,77%. Wir konzentrieren uns dabei auf die, kann man heute schon fast sagen, auf die 50%, also ein paar 20er sind auch noch drunter, aber wir haben heute wahnsinnig viel 50% der BitShares, ist so ein 20er mit 20,52%, einer klar ansteigenden Kurve, und noch einem Tokenpreis von 30 Cent, weil aber auch knapp oder gute 2 Milliarden davon mal geplant sind. Dann weiter unten haben wir noch ein Stainium, die wachsen plötzlich endlich wieder mit 19,71%. Dann geht's weiter die Reise nach unten. Verge auch weiterhin ansteigende Kurve plus 19,82%, und da ist eben der nächste 50 Pfünder, und zwar Eternity mit plus
52,9%. Und da schauen wir doch auch mal nach, was da los ist. Der nächste Kandidat, der direkt hier auf Eternity folgt, ist WeChain mit plus 51,82%. Und er hat ähnlich wie Eternity eine klar aufsteigende oder relativ klar aufsteigende Kurve. Bei Eternity ist die etwas klarer, aber beide gehen sie jetzt fast senkrecht nach oben. Und das ist ein guter Grund, auch mal bei WeChain noch kurz reinzuschauen. WeChain kommt aus Singapur oder hat zumindest seinen Firmensitz dort. Und Schwerpunkte sieht man hier auf der Weltkarte sind Japan, Südkorea, China, Deutschland und England. Und WeChain wird sich mit Produkten und Informationen auseinandersetzen. In welcher Form, das kann man im Moment noch nicht ersehen. Ich habe mich mal für weitere Informationen angemeldet und werde dann darüber berichten. Und damit wieder zurück zu den Top 100 Charts. Auf Platz 71 sitzt heute Nexus mit plus 28,02% und auch einer glasklar aufstrebenden Kurve. Dann kommt der nächste 50 Pfünder. Heute will das irgendwie gar nicht aufhören. Streamer Data Coin mit plus 53,71% und da geht es auch in jüngster Zeit senkrecht durch die Decke. Das ist dann aber der letzte, den ich dann zum Schluss noch anschaue. Bei den Minuszahlen ist Ion interessant. Die sind jetzt auch tagelang aufgestiegen ohne Ende, brechen heute brutalst ein. Das ist halt wieder dieser Theorie-Praxis-Konflikt mit minus 49,95%. Und das war's dann so von den interessanten Kandidaten. Und deshalb noch ein kurzer Blick hinein in Streamer Data Coin und dann warten wir die Mittagskurse ab. Bei Streamer Data Coin kann man zumindest sich anmelden und wie hier zu sehen einloggen und kann dann schon mal ein bisschen in einer Demo das testen, was man später vorhat, welches mal man mal ganz grob als Verkauf und Einkauf von Daten weltweit bezeichnen könnte. Aber ja, nicht kein Aber, man muss dann halt auch noch abwarten, bis es dann komplett in der Praxis funktioniert. Einen Markt wird es dafür auf jeden Fall geben, da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Und damit geht's dann später in die Nachmittagskurse. Am frühen Nachmittag steht der Gesamtmarkt der Kryptowährung dann schon bei 530,8 Milliarden Dollar. Der Bitcoin hat seinen Marktanteil wieder ausgeweitet auf 57,2%. Er steht bei 18.154,10 Dollar und hat um 8,41% zugenommen. Damit ist vielleicht heute sogar ein neuer Höchstwert beim Bitcoin drin. Ripple hat um 32,44% zugelegt und belegt nun den dritten Platz, hat Bitcoin Cash auf den vierten Platz verdrängt. Die schrumpfen heute mit minus 11,59%. Auch Litecoin geht zurück mit minus 12,04%. Der Litecoin kostet nur noch 262,73 Dollar. Auch IOTA geht zurück mit minus 5,65%. Dash ebenfalls mit minus 5,35%. Cardano wächst am stärksten heute in den Top 10 mit 45,23%. Und damit vertage ich mich bis zu den Kursen am späten Nachmittag.
Am späten Nachmittag steht der Gesamtmarkt der Kryptowährung bei 539,383 Milliarden Dollar und hat sich damit deutlich erhöht. Auch der Marktanteil des Bitcoins stieg wieder an, leicht zwar nur, aber auf 55,5%. Er selbst hat im Moment, also der Bitcoin, einen Preis von 17.876,90 Dollar. Zu verdanken hat er den Rückenwind aus Asien, den er heute bekommen hat. Auch der Gesamtmarkt ist am Nachmittag stärker in den grünen Bereich gedreht. Man sieht es hier in den Top 10. Wir haben nur noch drei negative Werte. Der Bitcoin, wie gesagt, 8,23%. Ethereum leichtes Plus mit 1,16%. Ripple immer noch stark am Wachsen mit 12,05%. Auch Litecoin wächst wieder. Bitcoin Cash im negativen Bereich. IOTA nur noch leicht negativ. Dash auch wieder leicht im Plus, Cardano stark im Plus mit 21,53%. Noch NEM wächst mit 11,53%. Dieses Wachstum dürfte weitergehen nach dem ganzen Hin und Her des Bitcoins in den letzten Tagen. Es ist nicht unbedingt ein weiterer Rückgang zu erwarten, aber ausgeschlossen ist gar nichts. Passieren kann so ziemlich alles. Aber Hauptsache, der Gesamtmarkt wächst. Auf die einzelnen Währungen kommt es ja nicht unbedingt drauf an. Und deshalb, ja, kann man sehr gespannt auf den morgigen Tag sein.